Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es um unseren neuen Mulcher. Wir haben einen Mulcher bei der Firma Jansen Versand bestellt. Dieser wurde geliefert. Im ersten Teil des Videos zeigen wir euch, wie wir ihn erstmal ausgepackt haben und dann, wie wir ihn montiert haben. Hierbei gab es bereits kleinere Problemchen. Diese konnten wir lösen. Alle Informationen zu dem Mulcher, welcher Typ, welche Ausstattung, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Nach der Endmontage haben wir den Mulcher direkt ausprobiert und haben auch die Höhenverstellung einmal angepasst. Beziehungsweise hier im Video haben wir von der ganz tiefen Einstellung auf die ganz hohe Einstellung gewechselt. Das Video ist bereits im Frühjahr entstanden. Mittlerweile ist der Mulcher angepasst und auf einer mittleren Schnitthöhe eingestellt, welches für unsere Wiese am passendsten ist. Unsere Wiese ist leider etwas am Hang und insgesamt wenig gerade, sodass diese Schnitthöheneinstellung für unsere Zwecke die optimalste ist. Wie ihr gesehen habt, wird der Mulcher in einer Kiste auf einer Palette geliefert. In dieser Kiste befindet sich neben dem Mulcher noch eine Aufnahme für die 3-Punkt-Heckhydraulik sowie die hydraulische Verstellung. Außerdem ist eine Zapfwelle inklusive und der Zapfwellenschutz muss auch noch montiert werden. Ja, liebe Freunde der schönen Geräte, also für die Montage mussten wir ein bisschen rumflexen und hier das, die Bleche, die mussten auch raus, sonst kann man da vorne nicht dran. Bedienungsanleitung, tja, Firma Jansen, das ist wohl nix. Ja? Um das mal kurz zu zeigen hier. Ja. Genau. Siehe roter Pfeil, ja, aber Schwarz-Weiß-Bilder, ja, Abbildung 14, fehlt komplett, ja, das war nix. Nur dank des Telefonsupports ging es einigermaßen vorwärts. So, was haben wir hier? Jansen EFG CH 175. Gut. Haben das Ding jetzt hier mal soweit vormontiert. Wir hängen es jetzt mal an und dann schmieren wir es mal ab und füllen mal Öl auf und dann sehen wir weiter. Das Moped wird jetzt mal abgeschmiert. Dann müssen wir hier noch Öl auffüllen, ne? Weil die kommen trocken. Also einmal hier im Getriebe muss das Öl aufgefüllt werden und einmal hier in der Welle. So. Freunde der Nacht. Der Akku von der GoPro war leer und ich hatte jetzt keine Zeit und keine Lust noch was Neues zu machen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben das Mähwerk mal ausgerichtet, Öl aufgefüllt, diesen dämlichen Schutz hier abgemacht, weil wenn der Schutz drauf ist, dann kommt man nämlich nicht an die Füllstandschraube, an die Kontrollschraube hier. Ja, sehr schön. Ansonsten schon mal Probe gemulcht. Und boah, ich werde jetzt mal eine Runde mulchen, glaube ich. Läuft. So, schauen wir mal, ob das so richtig ist. Ob das funktioniert.
keine Halterung. Dann schauen wir mal. Kleine Gruppe. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich stelle euch mal hier hin und mähe mal ein bisschen.
glaube, ich habe genug Krach gemacht für heute. Also die Höhenverstellung. Ja. Ich kann noch was tiefer. Ja. Da müssen wir noch mal dran. Ansonsten funktioniert alles so, wie es soll bis jetzt. Ob die ganzen Geräusche, die das Teil macht, ob die so normal sind, werden wir dann sehen. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, also für den Privatanwender, Jansen selber sagt, für Schlepper ab 40 PS, ich habe 38 PS. Ja. Geh mal ein bisschen weiter weg, dann hört man mich vielleicht besser. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der Schlepper mit dem Mulcher überfordert ist. Ich habe das Mähwerk jetzt ganz hoch eingestellt. Ich werde es bestimmt eine oder zwei Stufen noch mal runtersetzen. Und dann irgendwann mal hier meine Wiese mal einigermaßen vernünftig haben. Ich habe halt kein Viehzeug und nichts. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Gras soll. Ja. Hier kann man deutlich sehen, das hier war der erste Testschnitt. Also der erste Testschnitt, was heißt der erste Testschnitt? Die erste Testfahrt mit dem Mulcher, so wie er ab Werk gekommen ist, hat er ziemlich kahl rasiert. Ja. Eine Stunde später, dann mit der auf der höchsten Stufe, ja, da bleibt halt schon deutlich mehr stehen. So. Irgendwo dazwischen ist, glaube ich, das, was ich mir so vorstelle. Ich mähe jetzt noch ein bisschen. Ja, wenn euch irgendwas einfällt zu dem Mulcher oder wenn ihr Fragen habt zu dem Mulcher oder zu dem Traktor, dann haut es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Aufbau von dem Mulcher war ein bisschen nervenaufreibend. Wie immer. Hat aber anscheinend alles funktioniert. Läuft soweit. Ich denke mal, für den Privatanwender, ja, so wie ich hier, der hier eine kleine Wiese von, keine Ahnung, lass mal 1000 Quadratmeter sein, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, der sowas mähen muss. Für so jemanden ist dieser Mulcher von Jansen, also die Qualität, sicherlich okay, Preis-Leistung passt da drin. Wenn man jetzt natürlich damit hauptberuflich hantiert, dann müsste man eine Nummer größer gehen. Ja, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und ja, wie ihr gesehen habt, waren da ja zwei Kisten. Das heißt, es wird noch ein weiteres Video zum Thema Jansen-Versand kommen. Aber das dauert noch. Ich habe mir vorgenommen, einmal im Monat ein Video zu posten, weil mehr schaffe ich echt nicht. Und ja, je mehr euch das gefällt, also je mehr Likes das Video bekommt und je mehr Abos der Kanal bekommt, umso motivierter werde ich sein. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.